Hey ho und willkommen zurück zu einer weiteren Folge von The Legend of Zelda Skyward Sword. Um nichts mehr zu verpassen, aktiviert jetzt gerne die Glocke und lasst dein Abo da. Würde mich sehr freuen und jetzt legen wir gleich los. Frisch gestärkt starten wir nun in den Final Boss von The Legend of Zelda Skyward Sword, in dem Fall HD. Dabei wünscht euch uns noch viel Glück. Na dann starten wir rein in den Fight gegen den Todbringer. Nun haben wir dieses Tor betreten und kommen zum Todbringer. Fire hat uns noch viel Glück gewünscht. Heilen könnte man sich tatsächlich nur im Tempel drin, auf einem Hocker. Du bist wirklich gekommen. Du scheinst es tatsächlich ernst zu meinen, Menschlein. Und ob ich das ernst meine, was denkst du denn? Sehe ich gut um. Das ist das Letzte, was deine Augen je erblicken werden. Ich hasse diese Götter. Endlich habe ich meine Kraft zurück. Ich werde dich zermalmen. Wie lange wirst du wohl von mir bestehen können? Also gut, stirb nicht sofort, ja? Von nun an erzittert die Welt unter meiner Herrschaft. Ich werde jeden, der es wagt, die Hand gegen mich zu erheben, auslöschen. Und die unendliche Macht wenn ich erst das Triforce habe. Dann gehört die Welt den Dämonen. Naja, ich sehe das ein bisschen anders. Ich denke mal, wir gehen dem Todbringer jetzt mal an gegen ihn. Und werden hoffentlich auch das ein oder andere hinbekommen. So, der hat setzt viel auf Kontern. Deswegen versuche ich gerade so viel wie möglich zu kontern. Verdammt. Aber das war, denke ich mal, der erste ein guter Anfang, ne? Immer schön ein bisschen Schwert. Okay, das war jetzt ein Hit gegen ein Hit. Das ist eher nicht so toll. Und naja, wir haben ja unsere 20 Herzen da. Achso, er schlägt nur zweimal. Verdammt. Oh, es verpasst jetzt aber. Verdammt, aber das war jetzt gar nicht mal schlecht, dieser Angriff. So kann es weitergehen. Was, so viele... Ja klar, wie oft machst du das denn? Übrigens, man muss hier wirklich mit Master Sword und Schild kämpfen. Gegen was anderes blockt der einfach alles ab. Das ist ja logisch auch der Endboss, dass man den mit dem Schwert besiegen soll. Verdammt, das war aber wieder eine gute. Also manchmal ist er so in der Combo drin. Ja, kann er nichts zu tun. Manchmal passiert halt auch einfach das. Also die Kamera ist auch wieder ganz weird. Ja, so mag ich die. So, er schlägt nur einmal. Okay, warum auch immer. Ja, oh mein Gott. Oh mein Gott, er ist tot. Er lag am Boden und die Wirbelattacke hat ausgemacht. Tja, doch natürlich war es das noch nicht. So witzig. Blitze. Na, aber weißt du was? Was du kannst, kann ich verlangen? Nein, oder auch nicht. Links, bitte. Ah, jetzt ja. Tja. Ach, wir müssen es ausnutzen. Nur einer kann den Blitz bekommen. In dem Fall hatten wir es jetzt. Ja, nein, jetzt schnell hoch. Oh, verdammt. Ja, aber ich habe ihn gerade noch so bekommen. Tja, unser Heiliger-Schild ist halt schon stärker, ne? Und ey, ich sollte mal mehr drauf achten. Blocken. Als erstes kann ich mir nicht holen, oder? Doch. Oh mein Gott. Jawohl. Nee, auslöschen damit. Achso, muss man immer warten, oder wie? Jawohl. Weg mit dir. Du kannst mir gar nicht. Okay. Es kann sein, dass ich vielleicht doch das ein oder andere brauche. Hallo? Das wird gerade wichtig. Jawohl, weil die Himmelsstrahle gehen gegenseitig aufeinander. Ah, perfekt, jetzt kann ich machen. Ja. Und Link. Nein, das war die Chance, verdammt. Das
Achso, ich kann ja wiederholen. Boah, was? Er ist ausgewichen. Na du fieser. Und dann macht er mir auch noch Damage. Na warte, das kann ich auch. So, gegenseitig. Aber ich hole mir gleich den nächsten. Warum nicht? Oder ich muss das da blocken. Okay. Oh, wow. Das war fies, aber wir haben schon ganz gut Damage gemacht, glaube ich. Einmal fast reingesprungen. Wir haben ja Gott sei Dank genügend Feen dabei. Ja, ich bin schneller. So. Jetzt aber. Ja, beim zweiten Mal kann er nicht ausweichen und der Blitz trifft ihn direkt in die Brust. Ja, der hat wohl den Mund zu weit aufgerissen. Menschlein, besiegt von einem Menschlein. Beeindruckend, aber merkt ihr, es ist nicht vorbei. Mein Hass, meine Dämonen, beides wird ewig bestehen. Es wird nie aufhören. Ihr beide, mit dem Blut der Göttin und dem Mut des Helden, ihr sollt für alle Zeiten verflucht sein. Die Verkörperung meines bodenlosen Hasses wird euch auf Ewigkeit in einem blutigen Meer der Finsternis verfolgen. Wir verstehen schon. Diese Chance lassen wir uns nicht entgehen und verbannen ihn im Master Sword. Vernichtung des Todbringers bestätigt. Seine noch verbliebene Essenz wird in Death Master Sword übertragen. Die Versiegelung ist abgeschlossen. Du hast es gut gemacht, Noni. Muss ich schon echt zugeben. Mir geht es gut. Danke, Noni. Erneut. Es ist alles vorbei. Wirklich vorbei diesmal. Nicht übel, ihr beiden. Danke, dass ihr euren bescheidenen Beitrag zur Legende des Helden Bardo geleistet habt. Auf jeden Fall. War nur ein Witz. Das war mir klar. Ach, du hast eine wichtige Rolle gespielt. Vielen Dank. Ach Quatsch, ich bin froh, dass ich helfen konnte. Nachdem wir hier fertig sind, will ich endlich in meine Zeit zurück. Das Mütterchen hat sich schon Sorgen um euch beide gemacht. Wir müssen schnell zurück, damit sie sieht, dass es euch gut geht. Hallöchen, Fei. Göttin Heidia, ich meine Zelda, ich bin froh, dass ihr in Sicherheit seid. Gebieter, ich muss dir etwas sagen. Beschützer der als Mensch wiedergeborenen Göttin, Bezwinger des Todbringers, Noni, der Held. Meine Bestimmung, dich zu führen, hat sich nun erfüllt. Das bedeutet, Gebieter, wir trennen sich unsere Wege. Wenn du das Schwert wieder in seinen Sockel steckst, ist meine Arbeit getan. Ich werde zurück im ewigen Schlaf fallen.
Du hast deine Bestimmung meisterlich erfüllt, Gebieter. Bitte bring das Schwert zurück an seinen Platz und erfülle so den Willen der Göttin. Entbinde mich nun meiner Aufgabe, Gebieter. Wenn alle das so wollen, müssen wir das wohl tun. Beifall. Noni, meine mir von der Göttin auferlegte Bestimmung war es, dich als Helden zu leiden. Nachdem ich geweckt wurde, war dies die Pflicht, die ich als Dienerin der Göttin zu erfüllen hatte. Unsere gemeinsame Zeit ist nun die wertvollste Erinnerung, die ich in mir trage. Oh, das ist schön. Noni, ich kann die Herzen der Menschen nicht analysieren, aber nun, da unsere Reise ein Ende gefunden hat und ich mich wieder ins Master Sword zur Ruhe begebe, beginne ich etwas zu spüren. Ihr Menschen nennt dieses Gefühl Freude. Nun, da meine Bestimmung erfüllt ist, beginnt ein Bewusstsein bereits in Schlaf zu verfallen. Ich möchte dir noch etwas sagen, das mir von unserer Reise besonders in Erinnerung geblieben ist. Du hast es auf deinen Weg oft gehört und nun möchte ich es auch dir sagen. Danke, mein Gebieter. Vielleicht werden sich unsere Wege oder Seelen irgendwann erneut begegnen. Ich fänd's nicht schlecht. Doch nun erblasst die Stimme im Master Sword. Aber Impa, du musst mit uns kommen. Zelda, ihr besitzt Hylias Erinnerungen, ihr wisst doch. Gehöre in diese Zeit. Ja, aber... Kehrt zurück in eure Zeit. Ich werde das Portal zerstören, sobald ihr hindurchgegangen seid. Aber nach allem, was wir zusammen erlebt haben, kann ich dich hier nicht allein zurücklassen. Bitte, Impa, komm mit uns. Ich bin durch das Zeitportal gegangen, um euch zu beschützen, um die Welt zu retten, wie Hylia es bestimmt hat. Jetzt wird die verbliebene Essenz des Todbringers in diesem Schwert festgehalten. Ich meine, jemand muss doch drüber wachen. Darf nicht wieder erwachen. Darf die Welt nicht mehr bedrohen. Das ist unsere Aufgabe. Wir Shika sind stolz drauf, dass die Göttin uns dafür auserwählt hat. Zelda, das Triforce. Die unendliche Kraft des Triforce ist zu mächtig, um blind darauf zu vertrauen. Nach der Erfüllung seiner Aufgabe muss es vor der Welt verborgen ruhen. Die Göttin Hylia hat mich dies gelernt, wisst ihr noch? Wir werden uns wiedersehen, ganz bestimmt.
Beziehungsweise, wir haben uns auch schon oft wieder gesehen. Denn das ist Impa. Seht ihr? Ich habe doch gesagt, wir werden uns wiedersehen. Auch sie hat nun ihre Bestimmung erfüllt. Impa, ich danke dir. Danke. Und das war es, The Legend of Zelda, Skyward Sword HD für die Nintendo Switch. Ich muss sagen, jetzt beim zweiten Durchspielen ein wirklich sehr durchwachsenes Spiel. Also ich habe das tatsächlich besser in Erinnerung gehabt. Bei mir hat das richtig, richtig gut gefallen. Es war ja mein zweites Zelda, das ich jemals gespielt habe. Und da muss ich sagen, habe ich schon ziemlich viel Spaß gehabt. Ich habe auch dieses Mal wieder viel Spaß gehabt. Und ich muss sagen, ich bin auch echt zufrieden mit dem Projekt, wegen eben diesem neuen Schnitt. Und der hat dem Ganzen einfach was Neues verliehen und ich bin sehr glücklich darüber. Das Ding ist jetzt immer so, in diesem Spiel habe ich immer ein Ja, ist cool, aber das ist schlecht an diesem Punkt. Also immer so ein durchwachsenes. Und ich fange einfach mal an, ich denke mal, dann werdet ihr schon verstehen, was ich meine. Als erstes Mal muss ich sagen, ich fange jetzt einfach mal mit Con an. Als erstes finde ich, dass sich das Spiel ziemlich gestreckt gefühlt anfühlt. Zum Beispiel, wenn ihr auf dem Wolkenvogel reitet, sind halt schon mal 5 Minuten drauf. Oder die letzte Passage, diese Heldenlieder sammeln, Heldenliederstrophen. Hat sich nur noch angefühlt, als ja, das Spiel soll noch nicht enden von Nintendo. Wir brauchen jetzt noch irgendwas, was nochmal so 2-3 Stunden das Spiel streckt. Und ja, dementsprechend kommt man durch diese kleine Strecke aber auch auf 30 Stunden Spielzeit ungefähr, auf 100% bis 35%, sowas in der Art. Andererseits fand ich aber, das ist jetzt wieder der andere Punkt, Heldenlied hat mir jetzt gar nicht mehr so gefallen, weil wie gesagt, hat sich nur noch Streckung angefühlt. Dafür fand ich es aber echt cool, dass es in so 3 klar definierte Passagen getrennt ist. Nämlich einmal die ersten 3 Dungeons, dann die zweiten 3 und dann eben das Heldenlied. Das fand ich cool. Dann als nächstes kommen wir zum Wolkenmeer. Eben wie gesagt, hat das Spiel auch gestreckt, weil man immer 5 Minuten gefühlt wahllos durch das Wolkenmeer gereist ist und ja, es war halt recht leer, es gab nur wenig Inseln, aber die Inseln, die es gab, die waren echt super cool, muss ich sagen. Alle so ein bisschen individuell, viele Aufgaben waren da und genau, jetzt wieder das Hin und Her.
Dann als nächster Punkt wäre, die Grafik, die ist jetzt halt auch so für die Wii auch echt nicht geil. Also das hätte man echt viel besser machen können oder jetzt zumindest auf der Switch. Ja, was soll man machen, wenn Nintendo keinen Bock hat, dann kriegen wir halt nur ein Port, könnte man das schon fast nennen, ehrlich gesagt. Klar, es schaut ein bisschen hochskalierter aus, aber ehrlich, ich sehe da jetzt nicht den Unterschied zu der Wii-Version. Nur wenn man das so direkt nebeneinander hält, aber wenn ich jetzt die Wii-Version spiele und dann so 2-3 Tage später die Switch-Version, merke ich da keinen Unterschied, bis halt auf die Steuerung, wo man jetzt zwischen Knopf- und Bewegungssteuerung. Ich habe ja mit der Knopfsteuerung gespielt, da sind die meisten Befehle ganz gut durchdacht eigentlich. Bis halt auf so Wirbelattacke und so, das ist halt echt super nervig. Aber an sich, die Steuerung hat mir gut gefallen. Dann kommen wir mal zum Hauptteil von Zelda, würde ich sagen, nämlich die Dungeons. Und ich muss sagen, alle Dungeons waren einfach zu einfach. Ich hatte so einmal vielleicht einen Punkt in allen 6 Dungeons, wo ich mir so dachte, ja, okay. Jetzt muss ich mal ein bisschen nachdenken, wie es weitergeht. Aber sonst war es eigentlich immer so ganz klar definiert und linear. Und schade eigentlich. Man könnte tatsächlich noch mehr machen, viel mehr rausholen, schwierigere Rätsel. Die meisten waren halt wirklich offensichtlich und wenn sie nicht offensichtlich genug waren, kam dann zum Beispiel noch ein Maulwurf und hat die gesagt, yo, du musst das und das machen. Also sehr, sehr, sehr wird man hier geführt und ich denke, das braucht ein Zelda gar nicht, weil viele eben wegen den Dungeons ja Zelda spielen. Ich persönlich muss ja sagen, ich mag lieber Zeldas, wo man eben wie hier, das hat mir wieder sehr gut gefallen, dass man nicht nur von einem Dungeon zum nächsten rennt, sondern auch noch ein bisschen Story und ein bisschen was dazwischen hat. Apropos Story, muss ich sagen, die Story hat mir wirklich gut gefallen und es hat auch sowas gebraucht, wirklich. Den Anfang, den Ursprung, warum ist Zelda so, wie es ist, warum kommt Ganondorf immer wieder, war ja gerade nicht der Todbringer, ist nicht Ganondorf, sondern ich glaube, dass die Wut des Todbringers in Ganondorf dann wiedergeboren wurde. Irgendwie so ist das. Ganz genau weiß ich nicht. Aber ist ja auch wurscht. Ich finde, die Story ist sehr geglückt und ich finde es auch eine coole Idee, dass man sich da gedacht hat, jo, wir machen jetzt den Ursprung aller Zelda-Spiele und der schaut so aus. Wirklich gut geglückt, vor allem jetzt nochmal zum Schluss hin. Der Schluss war wirklich super actionreich und super gut gemacht. Hat mir wirklich gut gefallen, muss ich sagen. Was mir aber auch nicht in den Dungeons und außerhalb gefallen hat, ist einfach, dass man zu häufig dieselben Gegner besiegt. Ich glaube, wir haben jetzt durch den letzten Dungeon, durch diesen Triforce Dungeon, jeden Gegner gefühlt, jeden Miniboss, jeden Boss jetzt nicht, aber einen Boss haben wir auch zweimal besiegt, diesen Skorpion nämlich. Jeden Miniboss mussten wir gefühlt zweimal besiegen und es gibt natürlich sonst nur 3 Arten von Bockblins, glaube ich, nämlich verschieden starke, also blau und rot und dann noch die grünen, die mit Pfeil und Bogen sind und ein Slime und so, also sehr, sehr begrenzt. Da sieht man halt auch nochmal so, ich vergleiche das halt nicht so ein bisschen, das kann man gar nicht vergleichen, aber ich muss sagen, dass die einfach ein bisschen zu wenig gemacht haben. Im Vergleich ist es ja dann crazy, was die danach gemacht haben mit Breath of the Wild zum Beispiel, was es da alles gibt. Ist das hier recht mau, muss man sagen, wirklich. Außerdem, ich hatte da jetzt nicht so das Problem, aber viele sagen ja, es gibt zu wenig Gebiete. Klar, 3 Gebiete, die man immer wieder und wieder bereist, ist schon... Ja, und da kommt sie wieder zum Heldenlied, was ja echt Streckung pur ist. Muss man sagen, dann fühlt man sich schon so, ja, jetzt geht's zum dritten Mal in jedes Gebiet. Okay, jetzt reicht schon, aber gut. Kommen wir mal nochmal zu ein paar guten Punkten. Ich muss sagen, zu den Dungeons, wie gesagt, die sind alle zu leicht gewesen. Aber ich fand, das habe ich auch sehr oft erwähnt, dass einfach die Items richtig gut benutzt wurden. So, du brauchst das Item, um da weiterzukommen. Aber dort kommst du noch nicht weiter, zum Beispiel in der Wüste, weil du brauchst erst den Enterhaken, den kriegst du später im Spiel. Das fand ich richtig gut geglückt und da hat man auch gesehen, so, okay, ich kann noch nicht alles machen, was ich möchte. Und jetzt kommen wir zum nächsten Punkt, nämlich dem Soundtrack. Ist auch hammergeil, wirklich. Hammer-Mega-Soundtrack hört man ja hier im Hintergrund, wie super geil der ist. Und an sich, im ganzen Spiel gefällt mir der Soundtrack super. Fei hat mir auch gut gefallen. Fei ist tatsächlich meine Lieblingsbegleiterin von allen Spielen, muss ich sagen. Von allen Zelda-Spielen. Ich weiß, viele mögen das nicht mit den Prozenten, aber ich fand sie schon immer cool. Und im Großen und Ganzen tue ich das Spiel ein bisschen schlechter in Erinnerung behalten, aber es hat mir trotzdem jede Menge Spaß gemacht. Und nun kommt noch eine After-Credit-Szene, wenn ich mich nicht täusche. Aber ja, wirklich, im Großen und Ganzen gefällt mir das Spiel weiterhin gut, werde es weiterhin gut in Erinnerung halten. Ich mag das halt irgendwie, ich weiß nicht warum, aber dieses mit den 3 Gebieten, mir persönlich hat es tatsächlich gefallen. Ich weiß bloß, dass es vielen nicht gefallen hat. Bis auf Heldenlied, wirklich Gönnung. Oh, das große Wiedersehen.
Die trauen sich alle runter. Mit den Wolkenvögeln. Ich glaube, Link kann mittlerweile besser spielen als Zelda. Ich wollte immer hierher kommen. Ich wollte das Erdland sehen. Den Wind auf meiner Haut spüren. Jetzt möchte ich hier leben. Den Boden unter meinen Füßen spüren und zu den Wolken aufblicken und das Triforce beschützen. Noni, was wirst du tun? Das ist eine sehr gute Frage, aber ich glaube, wir wissen Bescheid, oder Link? Wir bleiben natürlich bei Zelda. Und damit sind wir am Ende von The Legend of Zelda Skyward Sword HD angekommen. Und eine Sache möchte ich noch loswerden. Ich weiß jetzt nicht, was noch kommt, aber hey. Und zwar muss man wirklich sagen, ich drücke einfach mal. Ich glaube, wir kommen in Title Screen. Wir gucken einfach mal, was passiert. Möchtest du das Spiel erneut beginnen und im Heldenmodus stellen? Vorerst nicht, aber was ist denn der Heldenmodus? Ich sollte mal bekannt sein, weil es ja so typisch Zelda-mäßig ganz komisch, dass man hier jetzt erstmal durchspielen muss, um ihn freizuschalten. War auch schon auf der Wii so. Aber Heldenmodus ist im Prinzip, du kriegst mehr Schaden und findest weniger Herzen. Möchtest du zum Titelbildschirm? Yep. Und da sehen wir jetzt noch gleich schön auf unserer Datei, dass wir alles haben. Aber gut, so sind wir wieder im ruhigen Menü von The Legend of Zelda. Skyward Sword, hier die 20 Herzen, wir haben alles gemacht. Nämlich auf eine Sache bin ich gerade noch nicht eingegangen, die mir sehr noch wichtig ist, die am Herzen liegt. Und zwar die Quest. Fand ich großteils cool, die Nebenquests, die man ja nicht machen muss. Und zwar finde ich, dass auch die Charaktere wirklich alle ihr eigenes Design hatten. Der Dämon war ein bisschen schüchtern. Dann die Frau beim Putzen ist halt einfach faul und hat keinen Bock und auf so. Dann die aus dem Lager, die hat auch ein ganz eigenes Charakterdesign. Nämlich ist sie so zuerst schüchtern, verliebt sich dann, ist verträumt. Finde ich super schön. Nein, die Geschichte brauchen wir jetzt nicht, danke. Auf jeden Fall, wirklich die meisten Quests waren gut. Jetzt kommt aber wieder die Kehrseite. Leider waren es zu viele so, yo, ich habe das verloren, kannst du es mir bringen? Ich brauche das, kannst du es mir bringen? Diese Transport-Quests, die waren mir doch ein bisschen zu viel. Aber im Großen und Ganzen sind die Charaktere, und die Quests cool gestaltet, aber nicht vom Äußerlichen, weil die Charaktere sind ja wirklich hässlich, aber das lasse ich ja mittlerweile außen vor. Ich habe mich schon genügend lustig gemacht über Bardo und so. Das wollte ich auf jeden Fall noch loslassen. Die Siren sind auch eine coole Idee. Ich mag sie ja persönlich schon, aber dieses Gefühl hasse ich halt. Und genau, aber trotzdem im Großen und Ganzen ist es eine coole Idee. Kann man auf jeden Fall in Zukunft nochmal einbauen in Zelda, das hätte ich zumindest nichts dagegen. Das war's jetzt aber von The Legend of Zelda Skyward Sword HD, meinem 100% Let's Play. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann zeigt mir das auf jeden Fall mit einem Daumen nach oben und einer Bewertung. Und dann sehen wir uns beim nächsten Let's Play wieder. Ciao!